Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof oder bei dem Blackbeast 86. Jo, oder beim Varuna LP. Ja, wie heißt es bei dir? Der Blackbeast 86. Nein, Leben auf dem Bauernhof. Bei mir Urlaub, bei dir Leben. Jetzt bin ich nicht ganz mitgekommen, aber ja. Leben auf dem Bauernhof. Genau. Bei mir vielleicht nicht mehr lange Urlaub auf dem Bauernhof, schauen wir mal. Ich bin gerade dabei, hier das gute Stück Land zu erwerben. Ohne Geld. Aber mit einem kreditfreudig gebenden hier Siegfried van Burgen. Sigi. Hallo. Moin. Hallo. Ja, grüß dich. So, Herr Hofer, Ihr Auto... Ja. Herr. Ja. Herr Gumpitsch, Ihr Auto wieder in Ordnung? Ja, also das habe ich jetzt einen Tag bei der Werkstatt gelassen, ja. Passt alles wieder. Ah ja. Gut, der Herr van Bergen und ich müssen noch ein bisschen Papierkram machen. Ja, passt. So. Ja, lass mal da, wie. Aber nirgends hinpinkeln. Ja, hab ich gleich erwischt. Haben Sie sich denn vorgestellt? Ja, machen Sie mir mal ein Angebot, was ich auch dann relativ zeitnah zurückzahlen kann. Gut von uns. So. Gumpitsch! Mensch, Mensch, Mensch. Also machen Sie mir ein Angebot. Sagen Sie was an. Ich kann mir ja wohl schlecht, also ich sag mal so, wenn ich das Auto versetz, dann bräuchte ich noch so... DG, leichen Sie mal die Schlüssel. Ah, nein. Ah, Mama, geh her. Hallo, jetzt ja, Gutberg. Dann bräuchte ich vielleicht noch so 150.000. Luffe. Ja. Luffe. Wie sind denn die Rückzahlungsmodalitäten? 3%. Ja, wie 13%? Muss ich nur 3% von den Dingen zurückzahlen? Ja, auf den Kredit halt. Ach so. Da. Das ist aber nicht so viel, gell? Aber soll mir recht sein. Ja, ja. Okay, da müsste ich 155.000 circa zurückzahlen. Okay. Wie hätten Sie denn circa hier, ne? Ja, wie gesagt, ich würde mein Auto wahrscheinlich verkaufen, dass ich mir hier ein paar kleine Maschinen anschaffen kann. Bleiben Sie mal hier! Auto. Wie Auto? Meins. Ja, ja. Sie haben doch ihm die Schlüssel gegeben. Oh. Sind Sie doch selber schuld, wenn Sie ihm die Schlüssel geben? Also 150.000. Jo. Kredit. Ich würde hier dann den Gasthaus ein bisschen, den Hof ein bisschen renovieren. Ich glaube, sie stehen im Weg. Kommen mir sympathisch vor. Ja, danke. Als kleiner Einstieg vom Privatkonto noch. 1.500. Wie viel haben Sie denn hier? Wird jemand eingesperrt? Hallo? 5.500 vom Privatkonto. Ah, Erstes wie? Als Einstieg noch. Hilfe. Rein, Gumpitsch. Hilfe. Okay, dann danke ich Ihnen recht schön. Den Vertrag habe ich ja unterschrieben jetzt. Ja, war der hier. Oh. Hey, können Sie unterzeichnen? Ja, bitte. Mach den Gang raus, Gumpitsch, ich muss da vorne mit. So, ja, bitteschön. Unterlagen zurück. Danke. Danke. Herr Gumpitsch. Wünsche ja. Viel Spaß, ne? Ich würde dann gleich mal hochkommen. Ja, danke. Den Gang raus, Gumpitsch. Jetzt. Ich würde dann gleich mal hochkommen und meine Sachen abholen.
So, sind sie schon weg? Ja, ich habe gerade unterschrieben. Das Ding hier jetzt gehört mir schon. Jetzt. Achso, nee, gehört mir noch nicht. Hä? Ich bräuchte sie doch ein bisschen zu zerhaken. Was für Ding? Ja, ich brauche jetzt nicht das Hai, ECD und zerhaken. Hoien. Ja, das kann ich ja noch machen. So, ja, so eilig also, ist er ja. Nicht. Ich würde jetzt gerade mal den Vertrag. Ja, also ich fange schon mal an, ne? Bei ja, dem schönen Wetter. Ich komme gleich hoch. Bevor die Wolken, weil jetzt werden die Wolken schon langsam grau. Ja, ja, ja. Ich komme, bis gleich. So. Ich hab's geschafft, ich habe einen eigenen Hof. Das heißt, ab jetzt haben wir nicht mehr Urlaub auf dem Bauernhof, sondern Leben auf dem Bauernhof. Beziehungsweise schauen wir mal. Ich meine, ich werde ja für den einen oder anderen Gast, vielleicht schaut ja auch mal mein früherer Arbeitgeber vorbei. Hier haben wir doch vorhin die Wiese gemeldet, oder so die letzten Tage. Vielleicht kommt er ja auch mal vorbei. Dann kann er sich bei mir ein Zimmer mieten. Kostet dann auch nur 1000 Euro oder so die Nacht. Dann soll ich dem noch kurz helfen, ey. Hoffentlich lässt er dafür auch einen Fuffi springen oder so. Also so ein bisschen was. So, Herr Gumbitsch. Von den Rampen einfahren, so. Wie schaut's aus? Was soll ich machen? Jetzt schau ich mal, jetzt beraten wir mal. Hört der Siegfried da über den Hof? Hier, der Siegfried, der. So, gut. Ich häng gleich mal meinen Frontlader auf. Hallo. So, können Sie die Hydraulikschläuche aufhängen? Ja. Hydraulikschläuche? Oh, perfekt. Dann noch nicht aushängen. Perfekt. Gut. So, Sie kennen sich da hinten. Das da wohl. Ein Bandreche. Da, dann da. So. Abfälle, Hydraulikschläuche. Ja, warten Sie mal, ich muss mal gerade noch mal gucken wegen den Knöpfen. Ja, ich setze mich mal rein hier. Ja, auf jeden Fall den Hebel, den Joystick, den können Sie vorne und zurückfahren. So. Ja, was heißt den Hebel? Hebeln Sie den vorne. Also Sie meinen hoch und runter? Der ist da. Ja, das ist der kleine daneben, ja. Der kleine Joystick. Ja, was mache ich damit? Ja, dann Joystick auf und abheben, das habe ich so mal eingestellt, dass über den Joystick läuft. Ja, bei mir nicht. Oh. Was ist mit dieser Schaltung hier? Wo, welches Feld, was muss ich machen? Das war Knauschzone. So, jetzt kann er hier mal rückwärts fahren. Am besten wäre noch, wenn er Drehschimmel dran hätte. Ja, wo soll ich denn das jetzt machen? Gumbitsch! Ja? Wo soll ich denn das jetzt machen? Auch in den Löch und zäumen wir mal zusammen die. Was? Auch nicht leicht, zusammenhalst du auch die Scheiße. Teil muss auf den Staudel. Der Gutberg. Wo muss es hin? Auf den Staudel. Eieiei, was ist denn da mit dem Berg? Ja. Wieder mal aus. Berg! Ja. Kennen Sie einen Marvin Butzhoven? Was ist mit dem? Er war eben bei mir. Was wollte denn der? Wollte die Bank kaufen und ganz viele Parzellen. Will ein Hotel bauen. Wo
Verkaufen Sie dem bloß nichts. Den habe ich weggeschickt. Das ist ein Abzocker. Er hat sein Lambo bei mir dann verkauft. Sein Flugzeug mit dem Helikopter abgeholt worden und ist weggeflohen. Ja, das ist ein Spinner. Lassen Sie den einfach mal in Ruhe, wenn der wiederkommt. Der Lambo war nagelneu. 0,1 Stunden. Ja, so ist der. ich muss mal hier mit dem Gumbic reden. Jo, guten Tag noch. Tschüss. Gumbic, wo soll ich denn was jetzt machen? Ich weiß nix. Sauerei. So. Ich fahr mal. Der Firma von da können Sie mal eine Runde mitfahren. So geht das. Ich muss eigentlich nur wissen, welches Feld. Geben Sie mit. Wir sind ja alle ein bisschen schwer vom Begriff. Sauerei, du. Ach, Sie meinten dieses Teil da vorne. Es ist, dass er das da dagegen haut und dann. Ah ja, jetzt habe ich das verstanden. Sehen Sie das? Haben Sie das in Deutschland schon mal getan? Nee. Sie wissen, ich war Unternehmensberater. Was soll ich denn hier auf dem Acker? Ja. Stimmt schon. Also, ich gehe jetzt raus. Fahren Sie dreimal die Runde und dann fahren Sie in die andere Richtung. Da entsteht eine Zeile, eine Schwalde. Mhm. Ja. Ich probier's mal. Jo, gut. Servus. Tschüss. Sauerei. Der hat wirklich ein Problem, ey. Was hat er gesagt? Dreimal in eine Richtung, gell? Funktioniert das auch? Ja. Ups. Da hat er ja noch so ein Teil stehen. Warum nimmt er das nicht? Jo, dann schaffen wir halt mal wieder ein bisschen was für den. Hoffentlich ist er diesmal wieder so zahlungsfreudig wie beim letzten Mal. Warte mal, er hat gesagt dreimal und dann in die andere Richtung, dann fehlt noch einmal, gell? Diese Schaltung, ey. Damit komme ich gar nicht zurecht.
Katastrophe. Katastrophe. Andere Richtung. Aber da kann ich ja nicht dreimal in die andere Richtung fahren, oder? Macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Schaltung. Nein. Heute bin ich wirklich verwirrt, was die Schaltung angeht. Aber naja, was soll's. Ich gebe mein Bestes. Ich hoffe, dass meine Traktoren, die ich mir kaufe, nicht auch so einen Scheiß haben. Mal umkuppeln, ey. Und so einen normalen Automatik, das wäre schön. So, liebe Leute, ich probiere mein Glück hier weiter. Ich habe schon wieder, glaube ich, den falschen Gang drin. Okay. Ja, hatte ich tatsächlich. Alter. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Ich hoffe, ich muss dem hier nicht mehr so lange helfen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.